Jo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 20 nach 6 und ich bin hier an einer nicht näher definierten Bushaltestelle, denn heute geht meine dreitägige Geschäftsreise los. Meine erste Geschäftsreise jemals und das wird auch das erste Mal sein, dass ich allein in einem Hotel sein werde. Hier ist mein Koffer. Ich warte jetzt auf den Bus. Leute, was geht ab? Ich hoffe, ich kann diese Aufnahme schnell machen, weil es ist mir unangenehm, wenn es so viele Leute hat, hier zu vloggen. So professionell bin ich auch wieder nicht. Es ist jetzt 5 Uhr, ich habe Feierabend, ich hatte heute einen Arbeitstag. Ihr habt ja das Footage aus Thun gesehen und jetzt arbeite ich noch ein bisschen für mein Studium. In einer halben Stunde hole ich dann den Zimmerschlüssel vom Hotel. Jo Leute, was geht ab? Und nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Vlog. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Ruhe. Kann ich auch eine schöne Anmoderation machen, ohne dass es die ganze Zeit irgendwelche Leute hat. Ich habe es jetzt geschafft, ich bin im Zimmer 4, das ist im zweiten Stock und wir erkunden jetzt mal das Zimmer. Hier ist die Türe, hier habe ich ein Einzelbett. Wow. Wow, es ist das erste Mal, dass ich alleine in einem Hotelzimmer bin. Stabiler Ausblick, sieht das ganze Zimmer aus. Das ist ein Schrank, der kein Schrank ist. Ja, das hier ist ein echter Schrank. Einfach Antäuschmanöver. Nochmal Antäuschmanöver, das ist nämlich auch kein Schrank. Und hier, es wird sich dahinter verbergen. Verschlossen. Genau, und Bad und Toilette sind dann auf dem Gang, also hier draußen. Ja, Leute, was geht ab und willkommen zu meinem krassen neuen Gaming-Setup. Hier sehen wir den neuen Gaming-Laptop mit einer 3090 und hier den neuen limitierten DX Racer Wood Edition. Dann Spaß, aber es reicht zum Arbeiten. So, mittlerweile ist eine Stunde vergangen und ich bin schon weitergekommen mit meinem Studium. Das heißt, wir gehen jetzt mal etwas Essen kaufen. Zwar haben wir hier Butterbrioche und Pastasalat. Das habe ich nämlich auch immer im Ausgang im Militär gegessen und da dachte ich, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. 8 Uhr und weiter geht's. Mittlerweile ist es dunkel und ich bin mit der Arbeit gerade fertig geworden. Das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder. Guten Morgen, wir haben jetzt 20 vor 7, was für mich eigentlich schon Ausschlafen bedeutet. Und jetzt muss ich nachher mal noch abchecken, ob es Morgenessen gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das ab 8 Uhr oder bis 8 Uhr gibt. Sonst habe ich ein Problem, weil um 8 muss ich dann im Geschäft sein. Das Bett war übrigens auch 1A. Update. Es gibt noch kein Frühstück, das heißt, ich darf auf die zurückgreifen. Okay, wir sehen uns dann wieder, wenn ich Feierabend habe. Willkommen zurück, ich habe jetzt Feierabend und bin ja obviously wieder in meinem Zimmer. Ich habe es diesmal intelligenter gemacht und habe mir schon Essen geholt. Auf jeden Fall habe ich gesehen, in der Nähe vom Hotel hatte es so einen Aufgang zu einer Kirche. Ich dachte, dieser Vlog wäre sonst etwas langweilig, also denke ich, gehe ich da mal hoch und das Studium kann ich dann auf den Abend verschieben.
So, für heute bin ich mit der Arbeit durch. Das heißt, wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt 6:45, aber ich bin um 5:30 aufgestanden. Hab schon mal angefangen, die ganzen Sachen in den Koffer zu packen, weil heute ist Abreisetag. Beziehungsweise ich habe heute nochmal einen Arbeitstag und am Abend ist noch eine Firmenfeier. Da werde ich dann voraussichtlich bis 9 Uhr bleiben, also 9 Uhr abends. Und dann mit dem Zug zurück, dass ich so gegen 10:30 oder so zu Hause ankommen werde. Jo Leute, was geht ab? Wir haben jetzt kurz nach 8 Uhr abends und ich bin von der Firmenfeier verlassen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof.